Hallo, grüßt euch, da sind wir wieder. Und wie ihr seht, mit einem Tässchen Kaffee, wir haben es uns erstmal gemütlich gemacht, denn wir haben einen wieder stressigen Tag hinter uns. Ja, sind total erschöpft. Die ganze Zeit umhergezogen, durch die City von einem Laden zum anderen wieder. Und was daraufhin folgt, könnt ihr euch ja vorstellen, ne? Jenny hat zugeschlagen und möchte euch was zeigen. Also ich finde auch so, dass der letzte große Hall ist schon so lange her, also der Dortmund Hall. Der letzte Dortmund Hall ist generell schon sehr lange her. Ich glaube, da hatten wir ja nur diesen einen, oder? Oder hatten wir in Dortmund sonst noch was anderes? Im Januar oder so. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der einzige Dortmund Hall. Das fand ich ein bisschen schade, weil in Dortmund, wenn man da mal so richtig loslegt, dann legt man auch richtig los und dann hört man nicht auf. Heute ist es nicht ganz so schlimm. Es sind eigentlich nur ein paar Sachen. Und ein paar Sachen sind auch dabei, die ich nicht aus Dortmund habe. Das sage ich dann dazu. Aber wir fangen auf jeden Fall mit den Dortmund-Sachen an, die ich euch jetzt gerne zeigen würde. Obwohl wir eigentlich schon total kaputt sind und lieber Kaffee trinken würden und so. Aber ich hatte eben jetzt Bock auf diesen Hall. Und ich glaube, dass so zumindest die weiblichen Zuschauer hier von unserem freilaufenden Spinner-Kanal mögen das, glaube ich, ganz gerne. Und ich würde das auch ganz gerne so ein bisschen beibehalten. Deswegen, alle, die Interesse daran haben jetzt, könnt ihr gerne zuschauen. Es sind auch nicht irgendwie nur kindischer Kram, sondern auch ein bisschen Mode und ja. Ja, und ich ziehe mich hier zurück mit meinem Kaffee. Ich halte Maul größtenteils und lass Jenny jetzt wieder agieren. Ja, also ich habe ja gesagt, wir fangen mit den Dortmund-Sachen an. Ich mache mal meinen Kaffee eben hier weg. Und zwar fangen wir mit den Klamotten mal an. Also das hier, was ich hier anhabe, seht ihr schon, ist eigentlich eher nur so für zu Hause sowas Gemütliches. So, ja, auf jeden Fall so ein, ja, so eine Art, wie nennt man das, Baseball-Shirt? Ja, so. Sind das so diese Baseball-Shirts, diese amerikanischen? Das kommt ja jetzt total wieder in Mode, diese... Ja, alles so mit so Highschool-Print, also alles so mit Print. Also hier ist ja auch so ein Logo drauf und hier sieht man ja auch diese Streifen. Das ist ja sehr dieses Baseball und auch Highschool-Dings und so. Mich erinnert das immer an die Warriors, falls jemand den Film kennt. Ja, und das kommt jetzt wieder sehr in Mode, ist überall. Und irgendwie sieht man das jetzt sehr häufig auch in anderen Ländern. Ich informiere mich ja auch über japanische Mode und so. Auch da sieht man sehr viel diese Prints, diese, ja... Eben diese Highschool-Dinger. Und dementsprechend habe ich mir dann auch dieses Ding hier geholt. Ich weiß nicht, ob man das ist. Man sieht, glaube ich, die Nummer hier. Ich glaube, da steht 87 drauf. Und jetzt gucke ich mal, was da steht. Welly. Welly Hick. Welly High. Welly High. Yo, Welly High. Welly High. Das kann man so schlecht erkennen. Hier in diesem Krissel. Ist aber auch eben dieses Highschool-Shirt-mäßige. Die sind auch immer ein bisschen oversized, also die sehen immer so ein bisschen riesig aus, obwohl das nur Größe 36 ist. Aber es sieht echt irgendwie ein bisschen riesig aus. Aber trotzdem, so sind ja diese Shirts, ist einfach so. Total durchlöchert. Aber ich finde es cool, es kommt in Mode wieder und ja, also deswegen habe ich das auf jeden Fall geholt. Gleichzeitig habe ich aber auch noch sowas geholt, das fand ich ganz niedlich. Das kann man im Sommer immer ganz schön tragen, diese süßen, ja... Riffel-Shirts hier vorne mit diesen süßen Spitzen-Dinger. Das mag ich ja immer ganz gerne, fand ich ganz niedlich in der Farbe. Gab es auch in Blau, aber ich finde, fand das irgendwie so mädchenmäßig schöner. Und in Grau. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann... Nein, in Grün gab es es nicht. In Grün, glaube ich. Aber Grau und Blau waren, glaube ich, noch da. Ja, jedenfalls habe ich das dann auch geholt. Dann klamottentechnisch. Ja gut, wenn wir bei Klamotten sind. Also dazu muss ich sagen, ich habe auch noch Schuhe geholt. Allerdings bei Schuhen, die habe ich jetzt nicht in Dortmund geholt. Wobei ich aber sagen muss, dass die Schuhe auch von einer Marke sind, die es auch in der Tiergalerie in Dortmund gibt. Und zwar Jumex. Jumex gibt es auch in der Tiergalerie, also gibt es diese Schuhe da genauso. Die hätte ich auch da heute im Prinzip kaufen können. Aber ich habe sie stattdessen bei Real in so einem Vorladen gekauft, der auch eben Jumex-Artikel anbot. Und deswegen wollte ich euch die auch mal zeigen. Die sind richtig cool, also für den Sommer schon. So... Seht ihr das? So Sommersandalen. Die fand ich richtig schick. Relativ flach, haben nur so einen leichten Absatz. Was wolltest du? Ich wollte sonst näher ranhalten. Ja, einfach. Ich habe die längeren Arme. Ja, also zeig mal mehr von vorne, ja, weil das ist ja eigentlich. Komplett das, einmal rumdrehen. Ja, das ist mit diesen. Aber die fand ich auch richtig hübsch. Ja, also für den Sommer ganz cool. Und das Gute ist, die haben ja vorne nicht diese Fribbles, die immer da drin sind, die zwischen die Zehen, wo man die Zehen dazwischen. Da ist ja dann immer so ein. So ein, sag mal, ja, so ein Nippelchen, keine Ahnung. Ja, so ein Nippelchen und das tut ja dann schon mal etwas weh an den Füßen mit der Zeit, wenn man länger damit läuft. Aber die sind komplett frei, ich hatte sie auch schon an.
Also nur um anzuprobieren. Also für den Sommer werde ich die auf jeden Fall tragen. Richtig cool. Und ja, die musste ich auch holen. Und die waren auch überhaupt nicht teuer. 24,95 oder so, glaube ich, was. Aber ich habe die sogar noch ein bisschen günstiger bekommen. 22. Weil ich nämlich auch noch eine Tasche dazu genommen habe. Und ich das hier jetzt nicht zukriege. Ist schon zu. Ja. Ich habe auch noch eine Tasche dazu genommen. Die gibt es, glaube ich, auch bei Jumex. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also die gibt es da, glaube ich, auch. Gibt es eigentlich in relativ vielen Variationen. Ich glaube auch mit Peace-Zeichen und mit Smileys und keine Ahnung. Aber ich finde die eigentlich ziemlich praktisch, weil die hat einmal hier so ein Fach. Dann hat die da auch noch ein Fach. Dann hat sie hier hinten auch noch ein Fach, was ich super praktisch für Handys finde. Und ja, und man kann die Tasche auch so nehmen, aber auch rumhängen. Und das finde ich richtig gut. Sowas muss eine Tasche für mich immer haben. Ich hasse Taschen, die nur so sind. Das finde ich schrecklich. Eigentlich hasse ich es auch, Taschen so zu tragen. Ich erwische mich manchmal dabei, es zu tun, aber irgendwie hasse ich das. Also eigentlich finde ich es immer schöner, die Taschen wirklich mit Gurt zu tragen. Oder eben vielleicht auch mal so. Ja, das muss dazu gesagt werden. Ja, ich weiß es nicht. Also ich trage meine Handtaschen immer so. Ja, da kannst du sie jetzt auch so halten. Ja, was haben wir noch? Ja, wollen wir zum Highlight kommen? Willst du? Ah, nee, eine Sache haben wir noch. Ja. Oh, einmal das Sternchen noch mit dem Glitzerchen. So. Okay. Dann war ich beim Mediamarkt. Und beim Mediamarkt habe ich keine Filme geholt. Nein, nein, nein. Ich habe keine Filme geholt. Aber es kommt gleich trotzdem noch was mit Stil. Aber egal, also mit Stil, nicht mit Stil, also mit Stil auch, aber mit S-T-E-E-L. Mit Steelbook. Nee, mit S-T-E-A-L. Nee, Steelbooks werden ja mit S-T-E-E-L. Genau. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann da eine neue Handyhülle geholt. Weil ich fand, ich halt wäre die andere, ich weiß gar nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Ich glaube, das Video ist noch gar nicht veröffentlicht worden. Ich weiß auch nicht, wann das Video jetzt kommt. Das wird wahrscheinlich später. Also das andere. Könnte dann. Also das werdet ihr dann in einem anderen Video auch noch sehen. Das ist eine mehr verspielte Handyhülle, so mit so Spitzen dran, in so einem gelblichen Ton gehalten, mit so Strasssteinchen und so. Und ich dachte, ich brauche dann irgendwie auch mal was Normales. Kann ja nicht immer nur verspielt sein und so. Ich fand auch immer diese Hüllen ganz schick, und zwar diese Klapphüllen hier. Diese ganz normalen Ledertäschchen. Fand ich irgendwie ganz gut und ja, ich denke mal, das sieht auch ganz schick aus, und sowas wollte ich mir auch auf jeden Fall mal holen und habe es dann auch getan. So teuer war das gar nicht, also 18 Euro oder so, glaube ich. Ja, ich finde, dafür kann man nichts falsch machen und so. Hat man auch ein relativ, ja, elegantes Handy dann in dem Moment. Also kann man es verspielt haben und elegant. Ich habe dann also beides, ja. Aber kommen wir jetzt zum Verspielten und dem Highlight. Ich habe ja immer in meinen Holz so ein Highlight, also mein persönliches Highlight so. Eigentlich müsste man so einblenden, Empfehlungen des Monats oder so. Und ganz ehrlich, an die weiblichen Zuschauer, die jetzt hier zugucken, solange der Vorrat reicht, sage ich, bei Douglas, kauft euch das. Das ist es nämlich wirklich richtig schön. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr alle so meinen Geschmack habt, aber wenn ihr sowas mögt, dann kann ich euch das nur empfehlen. Ist jetzt im Moment runtergesetzt worden, zumindest in Dortmund bei Douglas. Bei diesem einen, also in Dortmund gibt es ja irgendwie drei Douglas-se. Aber in einem war es auf jeden Fall runtergesetzt. Auf 30 Euro, das verrate ich schon mal. Und zwar... Wir haben lange diskutiert. Ja, weil er denkt ja immer, ich muss sparsam sein und so. Und ich bin ja... Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein sparsamer Mensch. Also... Wenn ich weiß, ich muss, dann kann ich, aber wenn ich irgendwie nicht unbedingt muss, dann nicht. Ja. So. Egal, das lassen wir jetzt einfach mal. Auf jeden Fall ist es das hier. Ja. Ihr könnt noch gar nichts erahnen. Was kommt da nur raus? Ja, auf jeden Fall zeige ich es euch jetzt. Und das wäre. Ich glaube, ich mache es lieber so. Was? Ja, weil ich Angst habe. Und es ist aus Stil. Es beißt aber nicht. Guckt euch das an. Jetzt könnt ihr euch noch nicht so richtig was darunter vorstellen. Aber ihr seht hier oben zum Beispiel schon mal, dass Anna Sui draufsteht. Ist ja nicht ganz unbekannt. Und ihr wisst ja auch, die macht Kosmetika, die macht Parfüms, die macht so einiges. Und das, jetzt fragt ihr euch, was könnte da nur drin sein? Vollmetall. Ja. Erstmal so, von außen sieht es aus wie so ein richtig süßes kleines Puppenhäuschen. Und das ist für mich natürlich auch ein Muss. Also daran konnte ich natürlich auch nicht vorbei. Und dann macht man das jetzt hier so auf. So.
War da keine Fernbedienung dabei? Nein. Guckt euch das an. Ist das nicht süß? Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich sehe jetzt gerade selber nichts. Ja, und da ist natürlich ein Parfüm drin von Anna Sui. Ups. Und eine kleine Garderobe ist da quasi noch drin. Da oben sind so kleine Häkchen für Klamotten zum Aufhängen. Das wäre ganz cool für meine BJDs. Dann hätten die einen kleinen Kleiderschrank. Und ich finde es von der Optik auch sehr hübsch. Ich mag das ja, diesen Stil. Und ich denke, das kann man auch gut dann eben, wenn man das Parfüm rausgenommen hat, dann eben, wie gesagt, auch gut in die Wohnung stellen und einfach als Deko benutzen. Oder wie gesagt, wenn man BJDs oder Puppen hat, auch vielleicht für die Kleidung dafür, wenn es passend ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das Häuschen ist so, ich würde sagen, ja, so um die 30 cm hoch. 30 cm hoch. Also ich finde, das ist schon absolut in Ordnung. Auch für so einen Dekoartikel. Und wir holen jetzt mal das Parfüm da raus. Das machen wir jetzt auch mal. Das ist einfach so rausnehmen, glaube ich, ne? Oder? Ah, ich bin vorsichtig. Oh, schwierig. Oh, oh. Ist auch nicht festgeklebt? Mit Teelöffel irgendwas? Nee. Das wird spannend. Oh. So. Ich habe Angst, es hier alles kaputt zu machen. Zeige ich euch das jetzt nochmal ohne. Könnt ihr das hübsche Teilchen von innen sehen? Ja. Leider das Ganze ohne Booklet, aber wenigstens innen mit einer kleinen Illustration. Das hat man bei Steelbooks ja leider nicht so oft, da sparen ja viele dran. Oh, ich habe Angst, das Parfüm kaputt zu machen. Wow. Das haben die sehr gut da reingemacht hier in dieses Ding, aber das ist ja oft auch bei ganz vielen Verpackungen so. Boah. So, damit ihr nicht seht, was Jenny da hinten brutales macht. Ja, ehrlich. Ich hab's! Ja. Yeah. So sieht es aus. Also, das Plastik von vorne und von hinten mit Prägdruck. Ihr seht das hier schön an der Wölbung. Oder war... Ach nee, das war das Teil. Ja, ja. Ach so. So, das nehmen wir erstmal so lange wieder weg. So, und das ist das Parfüm. So sieht die Flasche aus. Anna Sui hat ja sehr viel mit... Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, dass da oben eine Fee drauf sitzt. Da sitzt eine Fee drauf? Ja, da. Oho. Anna Sui hat ja sehr viel mit Feen. Mit Tinkerbell. Und die hatte auch, das wollte ich auch haben, die hat auch Midnight Romance heißt das, glaube ich. Also das ist etwas dunkleres Parfüm. Das riecht auch so ein bisschen mehr so nach Flieder, sowas. Das ist ein bisschen dunkler. Das hier riecht so mehr nach so, ja, etwas süßlicher, würde ich fast schon sagen. Hm. Ich finde, das hat teilweise sogar ein bisschen was von Birne. Findest du nicht auch? Birne? Jetzt wenn das so für... Ich finde, das hat ein bisschen was von Birne. Ja. Ich kann es nicht ganz zuordnen. Jetzt muss ich jedenfalls fast niesen. Ich kann da nicht so lange... Ich hoffe auch, ich vertrage das. Ich habe immer Probleme mit Duftstoffen. Deswegen bei mir darf man nicht immer so viel Parfüm und Deos benutzen. Ja, es muss auch vorher immer alles mit ihm abgestimmt werden, ob man das, ob das so annehmbar ist. Aber ich finde, es ist kein so schwerer Duft. Und ja, also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was für ein Duft wie der heißt. Da weiß ich jetzt nicht genau. Da weiß nicht bei. Ja, nee, da steht jetzt, glaube ich, nicht bei, wie der Duft heißt, oder doch? Da stehen ein paar Sachen drauf. Fairy Dance? Fairy Dance. Das kann gut sein, weil das ist ja auch hier diese Fee oben drauf. Ich glaube, das ist dann der Duft Fairy Dance. Und also Anna Sui hat ja auch, es gibt ja auch so einen Puppenduft. Das hat ja auch diese Puppenflasche und zwar sieht die so aus. So, damit ihr das nochmal lesen könnt vielleicht, falls ihr es möchtet. Ja, ich glaube, ich spreche da jetzt die weiblichen Zuschauer. Ja. Aber das muss ja auch sein. Ihr müsst ja auch gepflegt werden. Ja. Also, das zeige ich. Es gibt auch von Anna Sui so einen Puppenduft. Also wirklich einen Puppenduft. Der heißt auch irgendwas mit Doll. Der sieht dann von der Flasche her tatsächlich so aus, wie das, was hier drin ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier, dieses Püppchen da drin. Das da. So sieht die Flasche aus. Haargenau so. Das wollte ich mir auch gerne mal holen. Das wollte ich auch mal im Internet bestellen. Ich fange nämlich so langsam mal an, so ein bisschen die Anna Sui Düfte zu sammeln. Und dabei hat der Verkäufer, wo wir vorher sagen, gesagt, die verschwinden langsam hier vom Markt. Nein, der hat keine Ahnung. Der hat keine Ahnung. Also das hat jemand bei Karstadt gesagt, aber bei Douglas gibt es noch genug.
Es sind ein paar tatsächlich vom Markt, also die kriegt man so im Laden nicht mehr, kriegt man aber im Internet überall. Also von daher auch bei Amazon überall. Ja, und deswegen, ich wollte so nach und nach die Anasui Parfüms mal holen, weil ich eben, wie gesagt, auch die japanischen Magazine lese und dass da auch momentan sehr viel publiziert wird und so. Deswegen hatte ich da irgendwie Lust drauf bekommen und habe mir dann heute das erste Parfüm geholt. Eben dieses Fairy Dance, und das finde ich riecht auch sehr gut mit diesem schönen Häuschen, und ich finde, das Häuschen ist schon Grund genug, dass man das kauft. Ist natürlich eine Spielerei, wer es mag, der sollte sich das auf jeden Fall holen, jetzt wo das auch runtergesetzt ist. Ich weiß nicht, wie das im Internet so mit den Preisen im Moment dafür ist. Das Ganze gibt es auch in Gelb, das gibt es nicht nur in Rosa. Ich habe es auch in Gelb gesehen, da ist es allerdings noch teurer gewesen, 40 Euro. Da war ein anderer Duft drin, das war dieser Lila, ne? Ich weiß nicht, wie der heißt, gab es auch in Gelb. Also, apropos Gelb, habt ihr Jennys Fingernägel gesehen? Ja, die sind gelb. Er hat gelbe Fingernägel. Ja, und das war's ja auch in meinem Haul. Ich würde euch gerne zeigen, was ich gekauft habe, aber ich habe es aufgegessen. Ohne Pommes. Ja, er hat eine leckere Currywurst gegessen. Es waren sogar zwei Pommes. Ja, er hat zwei Pommes heute gegessen. Also nicht nur zwei Pommes, sondern zwei Portionen Pommes. Ja. Das war ja auch ein längerer Tag. Ja, aber hat Spaß gemacht, war schön, und ich hatte mal wieder Lust auf ein Haul. Und ja, also das war's auch. Ich glaube, ich habe auch genug geredet, und jetzt ist mein Kaffee auch fast kalt. Also ich würde sagen, das war's dann, und ja, ich bin fertig. Ja, okay. Ich denke, wir könnten dann noch sagen, wenn ich das Video rechtzeitig fertig kriege, könnten wir noch wünschen, was? Ja, frohe Ostern, Happy Easter! Frohe Ostertage, also... Ostara ist vorbei, Ostern fängt an! Ja. Ja. Also, habt ein paar nette Ostertage und viel Spaß beim Eiersuchen und dergleichen. Ne? Genau, viel Spaß mit euren Familien und esst schön und lasst euch bekochen. Hüpft mal wieder öfter durch den Garten. Genau, sucht Eier und ja. Was man so macht auf Ostern. Das macht man da alles. Eiersuchen. Essen. Eiersuchen. Essen und Eiersuchen. Familie besuchen. Und dann essen. Und wieder essen. Irgendwelche Osterfilme gucken. Osterfilme. So. Hopp, der Osterhase. Ich empfehle Keine euch Ahnung. Hopp, der Osterhase. Oh, ich habe auch heute so total süße Stoff-Osterhasen gesehen. Die finde ich immer so niedlich. Das nur mal so am Rande. Ich finde Bunnies ja auch manchmal niedlich. Ich hatte ja mal einen Hasen. Den habe ich aber schon länger nicht mehr. Aber ich hatte mal ein Kaninchen, ja. Mann, Satansbraten. Ha! Ich habe ihn total verzogen. Ja, hat sie. Ja. Naja. Okay. Ich glaube, das war's. Wir ziehen uns zurück mit unserem Kaffee. Ja. Also, jetzt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das Ganze war ja natürlich jetzt mehr so für die Frauen unter euch. Aber es muss ja auch sein. Ja, ja. No? Es war aber nett von Jenny, dass sie mich dazu eingeladen hat. Er war heute die männliche Deko dafür. Ist doch auch für Frauen. Ja, ich habe heute, ich bin sowieso eine Pussy, ne? Also ich habe heute, als Jenny im Bücherladen Bücher gekramt, habe ich ein Buch gefunden mit 50 Dinge oder 25 Dinge, ich glaube 50 oder 50, keine Ahnung, die Männer niemals sagen würden. Und ich glaube, ich habe fast alles in dem Buch schon gesagt. Scheiße. Pussy. Oh, echt. Naja, okay. Das war's. Das wird jetzt als Schlusswort haben. Das ist als Schlusswort. Dass du eine Pussy bist. Sollen alle wissen. Ich bin... Na gut. Ja. Okay, da er ja jetzt fertig mit den Nerven ist, mache ich mal die Abmoderation. Wünsche euch schöne Osterfeiertage und ansonsten auch noch viel Spaß bei was auch immer. Ich kann die Moderation gar nicht. Das war schon super, du das warst voll im Flow. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ja, und viel Spaß generell. Und ich hoffe, ihr bleibt uns treu und schaut auch beim nächsten Video wieder rein. Und ja, bis dann. Achso, nicht zu vergessen, Peace. Peace. Bis die Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Und wie heißt das? Und so weiter, ne? Ja. Okay. Ciao. Tschüss.